Hallo Driho, meine werten Final Fantasy 14 Fans und Let's Fets Let's Play Zuschauer. Willkommen hier zurück zu Neues Spiel Plus nach der sehr anstrengenden, zumindest psychisch anstrengenden Trainingsfolge vom letzten Mal. wollen wir heute die Satasha. Ich glaube, ich habe früher immer Satasha-Höhle gesagt, aber Satasha. Das S kommt vor dem T. Oh, hallo, willst du die Höhle erkunden? Ja, na großartig, na dann kann ich ja bald, hoffentlich bald abziehen. Ich bin's leid, mir hier die Beine in den Bauch zu stehen. Du weißt vermutlich bereits, dass in der Nähe der Phantominsel ein unbekanntes Schiff gesichtet wurde. Seitdem halten wir Gelbjacken in der Gegend Ausschau nach Piratenverstecken. Es könnte gut sein, dass sich hier irgendwo eingenistet haben. Das passt natürlich zu den Berichten, dass sich in der Satasha-Höhle zwielichtige Gestalten herumtreiben sollen. Ich selbst habe sie zwar noch nicht gesehen, aber es könnte sich bei ihnen um die Halunken der plündernden Schlangen handeln, die bekanntlich gemeinsame Sache mit den Sahagin machen. Wenn sie von hier aus ihre Raubzüge starten, werden Blut und Tränen fließen. Ihr letzter Überfall steckt den Leuten noch tief in den Knochen. Also, Abenteurer, deine Aufgabe besteht darin, jeden Winkel der Höhle nach Spuren dieser fischigen Halsabschneider abzusuchen. Ich bete für dich, dass sich unser Verdacht als unbegründet herausstellt. Ja, bestimmt. Deswegen schickt ihr da Abenteurer rein. So, Satasha-Höhle nun zugänglich. Ist schon klar, schon klar. Kann ich? Stelle dich in Dungeon mit den Abenteurern. Oh, man kriegt eine richtige Erklärung. Das war früher auch nicht. So. Inhalt betreten. NPCs rekrutieren. Aha. Spieler rekrutieren. Es ging noch weiter. Ja, okay. Mehr Abenteuer, mehr Auswahl. Einfach, dass es später noch mehr geben wird. Wo kann ich die Erklärung erneuern? Ich bin bereit. Ja, das ist neu. Cool. Was ist hier jetzt? Satasha-Höhle mit NPCs betreten. Was ist das? Kann man irgendwelche Fremden in NPCs auswählen? Sollen wir das machen, damit ich nicht die Leute mit meinen Sequenzen beleidige? Dass ich die Sequenzen angucke? Ich weiß nicht. Sollen wir das machen? Wir machen es mal, würde ich sagen. Einmal testen. Weil wir haben es ja noch nie gemacht. So mit irgendwelchen fremden NPCs. Fremden NPCs. Der ist meine! Meine Untertanen! Ja, das sieht mir doch stark nach sehr vielen Leuten aus, die da in der Höhle abhängen. Und ein paar diverse Meeresviecher auch, wie es aussieht. Das heißt, wir können auch, wenn wir in so Dungeons reingehen, die ganzen Blätter und so lesen, die da mal auf den Boden legen, weil sonst hetzen immer alle weiter. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kriegt man alles erfahren. So, pullen wir erstmal. Wie wir es gelernt haben im Tutorial, nicht wahr? Haben die schon AOEs-Attacken? Ich glaube noch nicht. Es lohnt sich, keine riesige Mobs zu pullen, weil die Leute haben noch gar keine AOE-Angriffe, oder? Haben die schon AOE-Angriffe? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Wir knüppeln das jetzt so durch. Ganz gemächlich. Oh, ich habe die Aggro verloren, tatsächlich. Die haben mir meine Tank-Stance ausgemacht, die Schweine wieder. Sowas kann ich echt nicht leiden. Naja, zum Glück sind es NPCs. Die ärgern sich nicht, wenn man so einen Fehler macht. Oder mal was vergisst oder so, nicht wahr? So, jetzt hat Aggro ziehen von beiden. Bitte gerne. Jetzt volle Kanone Damage, auch wenn das hier nicht wirklich Damage ist, ne? Ja, okay, sie machen keinen Fokusschaden, ne? Sie konzentrieren sich nicht auf einen Gegner, oder? So spontan, der eine greift den an, der andere greift den an, Larifari. Okay, jetzt diesen Zettel hier lesen, genau, das ist nämlich ein Hinweis auf das Rätsel später. Der Captain hat gern Gemüse auf dem Speiseteller, besonders das knackig Grüne. Genau, weil das ist jedes Mal was anderes. Es gibt dann später drei Schalter in dem Dungeon. Mit drei verschiedenen Farben. Ich glaube, es war rot, gelb, grün oder blau. Blau. Ah, war genau die drei Grundfarben. Blau, gelb und rot. Und je nachdem, was da für ein Satz ist, der Schalter, ist es dann die richtige Lösung. Ich meine, es ist immer noch ein MMO. Man kann nicht wirklich versagen. Alles, was dann passiert, ist, glaube ich,
kommt dann noch ein Gegner. Man muss noch einen Gegner bekämpfen, anstatt dass man direkt die Tür öffnet. Also es ist jetzt nicht irgendwie dramatisch, wenn man... Deswegen rennen, glaube ich, auch viele durch und drücken irgendeinen per Zufall. Das ist alles nicht schlimm. Aber jetzt wissen wir es. Das Grüne, der grüne Schalter. Weil das grüne Gemüse ist immer. Kann ich mir bei den Piraten gar nicht vorstellen. Wobei, ne, die kriegen ja Skorbut. Sind die ganze Zeit auf dem Meer und essen sonst nur Fisch. Vielleicht wünschen die sich dann, sehnen die sich nach Gemüse. Wer weiß, ne? Leckeres, knackiges, frisches Gemüse. Ganz nicht zerkocht, am besten roh. Ne? Wobei, ja, wer weiß. Jeder Pirat auch ein bisschen anders, nicht wahr? Arr, gib mir den Brokkoli! Mal so ein schönes R drin ist. Die Radieschen! Rettich! Okay, bei diesem komischen Viecher mal gucken, wie da die NPCs reagieren. Man muss die Muschel abschlachten zuerst. Sonst spawnen, sonst kommen immer mehr von diesen komischen Viechern. Aber man kann die Muschel eben nicht immer angreifen. Oh, jetzt habe ich Probleme mit dem Anvisieren. So, genau. Jetzt ist die Mupfel weg. Und normalerweise stürzen sich alle immer auf die Muschel. Damit man die immer schön zuerst verkloppt. Hey, klau mir nicht die Agro, Mann. Bist du verrückt, du NPC, du? Hast du die Kontrolle verloren oder was? Ich hab den anderen zuerst angegriffen. Schön in der Reihenfolge angreifen. Das fehlt noch. So ein Knopf, dass die NPCs Fokusschaden machen. Hm? So an den hier zuerst. Und dann greifen die alle zuerst den an. Aber ja. Mann, es wundert mich eh, dass die das so Singleplayer-mäßig auslegen, das Ganze. So, bitte die Muschel zuerst, Leute. Nee. Alle anderen gekillt, aber die Muschel nicht. So. Das ist auch egal. Jetzt ist die Muschel drauf. Hauptsache, irgendjemand kümmert sich um die Muschel, nicht wahr? Angriff! Schlepp-Bam! An sich ist die Höhle super easy, aber so soll es ja auch sein. Das ist das erste Dungeon. Da ist noch nichts groß kompliziert dran. Ich kenne die meisten Mechaniken, würde ich sagen, weil man es doch x-mal gemacht hat. Wobei das bei Anfangs-Dungeons auch immer leicht ist, die Mechaniken nicht zu kennen, weil alle halt nur noch durchrushen. Und man, hä, wie ging hier eigentlich die eigentliche Mechanik, wie sie mal gemeint war? Weil man sie halt gar nicht mehr macht, die ganzen Mechaniken. Ich nehme an, die NPCs werden die Mechaniken machen. Dann sehen wir sie auch mal. Das ist gar nicht so schlecht für ein neues Spiel Plus, wo man das alles nochmal erleben will. Dann machen die NPCs auch die ganzen Mechaniken, die eigentlich gemeint sind, die man machen sollte. Witzig. Wollen sie sonst nicht erleben. Aber die ganzen kleinen Popel-Zwischenkämpfe sind halt lächerlich. Ne? Ich muss nicht mal irgendeine Verteidigungs-Cooldown benutzen. Können wir den da drüben auch noch machen, wenn wir jetzt schon mal hier sind? Ja klar, wir machen alles, oder? Das ist ja hier für das Spiel erleben. Da machen wir dann auch alles. Komm schon. Na, jetzt ist schon unsterblich gemacht. Schon geschützt. Und hab. So, was ist in der Truhe, in solchen Truhen hier drin? Du hast eine Flasche Grottenwasser erhalten. Ja, das klingt ja ganz toll, hm? Das ist brackiges Wasser. Das ist ja eine tolle Zutat. Der Wahnsinn. So viele Muscheln noch. Krass, hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ah! Spezialattacke hat verfehlt, zum Scheiß. Wie die spawnen, überall rechts und links und vorne und hinten, meine Güte. Echt krass. Als Anfänger, und wenn du dann ein Viererteam hättest aus Leuten, die das noch nicht kennen, und dann nur diese kleinen Viecher und die Muschel überhaupt nicht angreifen bis zum Schluss, und dann kommen immer mehr und immer mehr, und wird man voll überrannt von diesen Viechern. Also jetzt haben wir eine rote Koralle, eine blaue Koralle und eine grüne Koralle. Es gibt kein Gelb, so war das. Aber wir wussten ja, dass es grün gibt, ich Idiot. Deswegen hat mich das vorhin so zum Stutzen gebracht.
genau. Und sonst würde hier irgendein Curl spawnen, irgendein Katzenvieh mit riesigen Schnurrbarthaaren. Und der tut's trotzdem. Dann würde beim Schalter aktivieren schon so ein Vieh kommen oder andere Gegner. Weil das Vieh kam jetzt trotzdem, was ich in Erinnerung hatte, eben dieser Chopper, was ein Curl ist. Halt nur ein Chopper mit einem Namen. Ein Curl mit einem Namen. Man kann ich ihn unterbrechen? Ich meine, ich war zu spät dran, aber theoretisch kann man ihn unterbrechen, ja. Der hat meine Paralyse weggemacht. Was für einen tollen Heiler wir doch haben. Kühner Druide, kühner Pikenier und kühner Traumatur. Das ist so. Aber Level 15 zählt man als kühn. Dass sie sich in die Dungeons trauen. Haha, ich bin so kühn. Ich gehe mit einem Level 90er Charakter in ein Dungeon. Hoho. Und jetzt spawnt hier die Schatztruhe. Ich hab doch mal irgendwie ein anderes anklicken müssen. Um zu gucken, was da nochmal passiert. Aber egal. Gedacht hätte ich jetzt den richtigen Schalter gedrückt zu haben. Und der Chopper ist trotzdem gekommen. Was so der erste Endboss auch war, ne? Na dann. Ist schon mal einer an uns vorbei. Uncool. Also ihr wollt zuerst den Plünderer platt machen. In Ordnung. Jetzt achten wir mal auf die Attacken von den anderen. Okay, es sieht alles aus wie Singleplayer-Attacken, ne? Beim Pikenier, wie auch beim Traumaturg war das? Was war da? Ja genau, kühner Traumaturg. Sieht auch aus, wird er nur einen treffen. Die haben mit Level 15 einfach noch keine, oder? Das haben nur die Tanks bisher eine AOE-Attacke, um halt tanken zu können, besser tanken zu können. Das war früher mal mit dem Paladin, da musste man die ganze Zeit so blenden. Das hat keinen Schaden gemacht, das hat nur alle Gegner geblendet. Und das war so die AOE-Tank-Aktion. Das war... Ich fand's stylisch. Aber Blenden hatte natürlich so... Nach einer Weile keinen Effekt mehr. Und dann hat man es wirklich nur noch für die Aggro gemacht. Dann hat man sie nicht geblendet. Und nicht Schaden gemacht. Sondern nur Aggro gezogen. Und das hat sich natürlich blöd angefühlt. So, haben wir deine Verstärkung abgeschlachtet, wie das Tutorial uns gesagt hat. Captain ist stark! Captain ist stark! Sagt der kleine... Wehe euch! Jetzt habt ihr mich wütend gemacht! Ui, hat der Limit eingesetzt, krass. Jetzt hat er Angst. Voll auf die Fresse gekriegt. Mir fällt ein, ich hatte da noch einen Termin. Rette dich, wer kann, rette sich! Da rennt er weg. Schlappschwanz! So, jetzt sind wir hier in der Tavernengegend, so in deren Aufenthaltsraum, Lagerbla. Vermöbeln wir euch mal. Meine Güte. Ja, sehr synchron mit mir angegriffen. Wie soll ich denn da die Aggro ziehen? Wobei, ich muss ja gar nicht zusammenpullen, ich Idiot. Es sind ja gar keine AOE-Leute da. Das ist schon so eine Angewohnheit. Man muss alle Gegner immer so zusammenziehen, damit die ganzen AOEs von den Leuten treffen. Aber es gibt ja gar keine AOEs. Ich muss sie ja gar nicht zusammenpullen. Also, um ehrlich zu sein, das mit dem Horothgar war ganz nett. Aber irgendwie vermisse ich meinen echten Charakter. Also den ich immer gespielt habe, weil man den halt gewohnt ist, ne? Ja. Aber was soll's. Ja, man kann es ja jederzeit wieder wechseln. Ich bleib jetzt erstmal noch eine Weile beim Horothgar. Vielleicht ist es nur so eine Gewöhnungszeit, die man braucht. Wie war das hier? Man musste irgendwie an Schlüssel kommen, oder? Wie kam man denn hier an Schlüssel? Da in der Captain-Stube, genau, da gab es einen Schlüssel. Um dann die Tür da hinten aufzuschließen. So. Und da hinten gab es noch optionale Gegner, um an eine Truhe zu kommen. Und hier war auch irgendwas optional. Ne, hier konnte man nur außen rum gehen. So. Genau. Extra zäh und extra langsam die Gegner besiegen, weil wir keine AOEs benutzen. Alles klar. Zumindest Flachflossenplünderer. So nennt sich die Piratentruppe. Die Flachflossen. Kein guter Name, finde ich. Für eine Piratentruppe. Scheint abgeschlossen zu sein. Was habe ich verpasst? Da, den habe ich verpasst. Schlüssel zur Kapitänsstube. Da ist er. Den wollen wir haben. Und jetzt kommen wir in die Kapitänsstube rein. Genau. Und da ist der jetzt hingeflohen. Nee. Der ist auch nicht da. Flachflossenplünderer, ist dann jemand anderes. Oh.
Ich gehöre nicht zu denen, bitte tut mir nichts. Irgendwelche armen, versklavten Leute. Wir retten euch, macht euch keine Sorgen. Boom. Guck mal, wie wenig die mir abziehen und wie gut der Druide heilt. Also echt, ist null Probleme hier zu tanken mit den NPCs. Ich meine, ich gehe es ja auch langsam an, ne? So, was haben wir jetzt hier? Schlüssel zum Wellenfahrertor. Was willst du? Ich gehöre nicht zu denen. Also die laufen nicht weg. Die haben weiter Angst. Wurden die schon so gehirnmanipuliert. Und da hinten gab es noch mehr freiwillige Gegner. Das hat aber nur zu einer Truhe und so geführt. Nicht zu irgendwelchen Papieren oder geheimen Utensilien, glaube ich. Oder sollen wir mal gucken? Ich glaube, wir gucken einmal. Ich würde ich würd hier schneiden und das versuchen. Und wenn es was Interessantes gibt, dann nehme ich es auf. Okay, es war nicht mal eine Truhe. Es war sehr enttäuschend. Hat man das damals für Erfahrungspunkte dann gefarmt oder was? Weil ein Dungeon so gute Erfahrungspunkte gibt, wenn man das passende Level hat. Wofür sollte man sonst? Oder einfach nur, wenn man das erste Mal hier ist, dass man sich so ein bisschen verläuft. Hm, wo könnte es weitergehen und so. Dafür könnte es vielleicht gewesen sein, aber total überflüssig. Keine irgendwie Notiz auf dem Boden oder Tagebucheintrag oder irgendwas. Und nicht mal eine Truhe, wo halt einfach nur... Könnte ja auch irgendein Kappes drin sein, irgendeine Zutat, wie vorhin, die man braucht fürs Kochen oder für Alchemie oder sonst was. Muss ja nicht mal irgendwas Gutes drin sein. Sehr enttäuschend. Gut, zweiter Boss. Das war wieder der Captain, oder? Ja, Captain Madison, genau. Wieder mit ein paar Kumpadres. Und seinem Papagei. Lästig, wir kletten! Ah! So, Aggro von allen auf mir, ja, kein Problem, machen wir mal irgendeinen Abwehr-Cooldown. Mach die Schoten nicht! Ah! Sagt der Papagei. Hast du gehört, Herr Captain? Wir sollen die Schotten dicht machen. Mach die Schotten nicht! Ah! Sagt er schon wieder. Nochmal und nochmal und nochmal. Okay. Und diesmal gab es aber noch eine Phase, glaube ich. Wenn man ihn ein bisschen runtergeprügelt hat, genau da hinten. Man sieht es schon. Captain ist stark, Captain ist stark. Na, jetzt muss ich gleich die tolle Tutorial-Technik einsetzen. Mach die Schotten, jetzt kommen nämlich die räudigen Hunde. Genau. Das sind die Hunde mit dem roten Hals. Ein ganz kleiner, wie süß. Ne? So, Aggro gezogen. Und Special Attack, dann doch wieder auf den Boss. Die machen schon hier auf die ganzen Mobs einschlagen, machen die NPCs ganz automatisch. Andere würden wahrscheinlich den Boss weiter niederknüppeln. Aua, langsam ist das nicht mehr lustig. Land unter, Land unter. So. Gucken wir mal, was haben wir hier? Mal zusammenpullen muss ich ja also wieder nicht wirklich, weil da ist ein Fernkämpfer dabei, das nervt immer. Kann man keine großen Pulls machen, wenn ein Fernkämpfer dabei ist. Aber weil die ja eh alle einzeln angehen, ist es ja eh egal, ob ich jetzt einen großen oder einen kleinen Pull mache. Das ist ja nur mein AOE, den ich ab und an benutze. Wobei ab 3 ist er ja statistisch gesehen effektiver. Wobei ich habe keinen weiterführenden Combo, da weiß ich es gar nicht. Ob es effektiver ist, weil ich ja nur den einen habe und der führt ja zu nichts momentan. Boom. So, wir sind kurz vorm letzten Boss. Wir sind faszinierend nah aneinander, ne? Und mit dem Curl zusammen, mit dem Chopper, sind es fast 4 Bosse gewesen, oder? Der Captain war aber das erste Mal fast eher ein Mini-Boss als ein richtiger Boss, ne? Wahrscheinlich. So, wieder hier kann man wieder nach rechts, aber da gibt's wieder nichts. Guck dir das an. Ist wieder nur optional. Ne? Nicht mal eine Truhe, die irgendwo in der Ecke steht, oder? Nicht mal eine Truhe. Wofür sollte man das dann machen? Skurril. Ist das vielleicht irgendeine sowas wie eine Trophäe, so. Zerschnetzel die ganze Sastascha-Höhle. Erledige jeden einzelnen Piraten, den es da gibt. Und jeden kleinen Fisch und jeden kleinen alles. Vielleicht dafür.
Ich meine, warum nicht? Ich schneide wieder raus und untersuche da hinten alles und dann nehme ich es auf, falls es was Interessantes gibt. Das interessiert mich jetzt schon. Nope. Totale Veräppelung der Anfänger. Oder sie lernen gleich daraus, dass es sich nicht lohnt, Dungeons zu erkunden. Weil nirgendwo, wo wir jetzt extra Wege eingeschlagen haben, war irgendwas. Nicht mal so eine Billigtruhe mit Ramsch drin. Gar nichts. Null. Na dann. Da ist der Boss. Und der, ich würde mal sagen, das ist eine Sackgasse. Nicht mal ein Boot in der Nähe. Mal gucken, was er jetzt macht. Fischiges Wasser stand da. Psst, du besudelst unsere Siedlungsstätten. Oh, ein Schlag. Okay. Na dann. Captain Carfucci. Flossenloses Sender. So sollen eure Sädel im Grund zum Grund wandern. Ich werde euch killen. Was? Dan Wallhauer. Okay. In Ordnung. Schauen wir doch mal, was wir hier machen. Bam. Und versuchen wir die Mechaniken zu machen, nur damit wir sie kennenlernen. Ich nehme mal an, die NPCs werden sie machen. Und da gab es sowas. Genau, da sprudelte da Wasser raus und alle ignorieren das und hämmern weiter auf den Boss ein. Aber eigentlich soll man sich irgendwie draufstellen oder es aktivieren oder so, damit keine Mobs rauskommen. Genau wie im Training, sagt der Pikinier. Genau, hier gibt es fischiges Wasser. Und das müsste man aktivieren. Sonst kommen da NPCs. Aber ich kann das gar nicht aktivieren. Die müssten das machen. Und die machen es nicht. Weil ich werde ja geprügelt. Ich kann das gar nicht aktivieren. Oha. Das heißt, die NPCs machen das gar nicht. Und ich habe es nicht machen können, weil wenn ich geschlagen werde, unterbricht es. Das ist ja Hardcore. Und dann kommen noch mehr raus. Voll unaufhaltsam. Und die NPCs greifen weiter die Mobs an. Der Boss ist 200 mal schwerer mit NPCs. Die hauen weder pur auf den Boss, noch machen sie die Mechanik. Hardcore. Also, geheilt werde ich super, deswegen überhaupt kein Problem. Aber Frechheit ist es trotzdem. Ja, da müsste Wasser sprudeln und die müssten dann rein theoretisch dieses Wasser aktivieren, damit da eben keine Mobs rausploppen. Aber in Ordnung. Man macht halt gar nichts. Hm. Krasse Kiste. Ja, sagt zum Glück nichts mehr. Das ist so automatischer Text. Und ba, wie freut sich unser Char? Hab ich noch gar nicht. Also. Beiden Fäusten nach vorne. Das ist ein paar geplünderte Panzerhandschuhe. Sag mal, wie würden die aussehen? Brockig. Metallisch. Hey Leute, tschüss Leute. Okay, was haben wir da? Schatztruhe. Eine güldene Schatztruhe. Wir kriegen natürlich alles, ist klar. Oh, haben wir den Text geändert. Und zwar ein geplündertes Grimoire. Okay. Das ist für einen anderen Char, aber was soll's. Gucken wir uns mal an. Ein blaues Buch. Dann auf zum Ausgang, würde ich mal sagen. Gucken wir mal, was die Leute noch so zu sagen haben. Aus Dankbarkeit uns um den Hals fallen. Nein, nicht. Wo müssen wir hin? Mit Baderon sprechen, tatsächlich, okay. Dann den offiziellen Weg nehmen. Zur Fähre wieder. Ui, wen haben wir denn heute gekriegt? Krasse Kiste. So, wo war denn das Schiff? Wieder verschiedene Musikers. Genau, ich habe die Musik auf dem Reittiermusik ja nicht ausgestellt. So, wo konnte man Fähren fahren? Das müsste der offizielle Weg sein. Hier irgendwo, oder? Fähre. Kapitän, Fähre. Genau, nach Limsa bitte. Genau. Dies ist die Fähre nach Limsa. Möchtest du übersetzen? Ja, bitte. Bitte, danke, gerne. Auf nach Limsa. Ich schneide dann raus, wenn wir bei Baderon sind oder wie der heißt, mache ich wieder an. Oh, wobei? Ja doch, mache ich. Da sind wir auch schon wieder. Schließen wir das Quest ab vom ersten Dungeon. Andere? Das sind nicht unsere Buddies, ne? Das sind andere. Ah je, ein solcher Auftrag wurde ausgeschrieben, aber ich fürchte, das Schiff hat abgelegt. Trauernder Bär, okay. Ah, du bist etwa der Abenteurer, der uns den Auftrag vor der Nase weggeschnappt hat? Das Schiff
hat also nicht nur abgelegt, sondern ist sogar schon wieder sicher in den Heimathafen zurückgekehrt. Glückwunsch, nur schade, dass wir diese Fahrt verpasst haben. Ach, mach dir keinen Kopf, dass nicht die nächste Gelegenheit kommt, bestimmt. Das stimmt natürlich, aber wir müssen uns ordentlich ranhalten, wenn wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen wollen. Ja, genau, ich will endlich groß rauskommen. Wir haben uns vorgenommen, große Heldentaten zu vollbringen. Über die Barden in Eosea singen werden. Zukünftige Generationen von Abenteurern wollen wir ein glorreiches Beispiel abgeben, dem sie nacheifern können. Und du, was ist dein Ziel? Ob groß oder klein, du brauchst einen Stern, nach dem du greifen kannst, dass dir die Kraft, harte Zeiten zu überstehen, denn mit einem leuchtenden Ziel vor Augen hältst du in jedem noch so finsteren Sturm den Kurs. Das, wofür du kämpfst, gibt dir geistige Stärke und wird zu deinem Schutzschild im Angesicht der Gefahr. Denk an meine Worte. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. So, nett. Ich habe erst gedacht, der wäre angezwiebelt. Aber ist er gar nicht. Es passt so ganz wunderbar. Nicht wahr? Schön, dich wiederzusehen, mein Junge. Wie lief die Höhlenerkundung? Ja, war ganz okay. Ich habe es mit NPCs gemacht. War langsam, aber entspannt. Die Sahagin wollten sich also tatsächlich in die Höhle, das Tassa-Höhle einnisten. Das schmeckt mir gar nicht, ganz und gar nicht. Piraten waren ja auch nicht besser. Das muss Admiral Melvib gleich wissen. Aber zuerst gebe ich dir natürlich deine Belohnung, dass du dich in die Höhle gewagt hast. Danke für deine Hilfe. Du bist deinem guten Ruf mehr als gerecht geworden. Hast du vielleicht Interesse an einem weiteren Auftrag? Die Abenteurergilde von Gridania hat mich nämlich gerade erst gebeten, ihr ein paar fähige Abenteurer zu empfehlen. Normalerweise regeln die Waldbewohner ihre Angelegenheiten lieber selbst. Also vermute ich, dass die Lage ernst ist. Worum es auch geht, dich kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Da sieht man, dass es ein MMO ist, ne? Die haben nicht damit gerechnet, dass... Also, die haben jetzt so schon generalisierte Sätze gebracht, weil die aus Gridania kennen einen natürlich schon. Also, überleg's dir und melde dich bei mir, falls du Interesse hast. Tada! Einen großen Abschnitt dieses Spiels wieder erledigt! Gruppensuche nun verfügbar. Ah, man könnte nun Inhaltssuche Sastascha machen. Ne? Witzig. Gut, dann hören wir uns noch an, was er zu sagen hat, würde ich sagen. Baderon möchte dich der Abenteurergilde Gridania empfehlen. Ah, ich sehe schon, dich juckt es in den Finger nach der nächsten großen Herausforderung. Also hör zu, mein Junge. Die Abenteurergilde Gridania hat uns gebeten, ihnen fähige Abenteurer für eine besondere Aufgabe zu empfehlen. Mit genauen Informationen wollten die Geheimniskrämer nicht herausrücken, aber allein die Tatsache, dass sie sich an uns gewandt haben, deutet auf den Ernst der Lage hin. Egal worum es geht, nach deiner Leistung in der Sastascha-Höhle kann ich dich mit gutem Gewissen empfehlen. Also viel Erfolg. Mit Miune im Hexenstübchen sprechen. Das würde ich mal sagen. Da müssen wir nicht mit dem Luftschiff fliegen, weil da sind wir ja zu Hause. Da können wir die Rückrufung benutzen. Auf nach Hause. Würde ich sagen, gehen wir noch zu lieben Minue und schließen das Ganze ab. Nimm doch bitte Platz, du wirst sofort du bist es, Mackie. Schön, dich wieder zu sehen. Diesmal kommst du auf Badeons Empfehlung nach Gridania. Der schmierige Taken Eye hat ein Abenteurer angekündigt, aber ich hätte mir nicht gerechnet, mit dir nicht gerechnet. Was für eine freudige Überraschung. Wenn du möchtest, kommen wir gleich zur Sache. Aber atme erstmal tief durch. Du hast eine lange Reise hinter dir. Wunderbar, perfekt. Danke, Minue, Miune. Wir machen hier Schluss. Holla Riho, meine Freunde. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Das hilft meinem Kanal aus. Ansonsten Tschüssikowski und bye bye. Habe ich schon Emote gemacht? Ich glaube schon. Jetzt kriegt er noch eins.